Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir haben eine weitere Mod hier bei Star Wars Battlefront 2 und zwar diesmal die dunkle Seite. Meister Yoda Mod. Yoda, was wäre passiert, wenn er der dunklen Seite verfallen ist? Und wir sehen hier ein Bild davon mit rotem Lichtschwert, dunklem Gewand und auch noch einer, ja, ein bisschen verfalleneren Hautfarbe quasi. Gucken wir uns den guten Mann hier doch mal an, den guten Yoda. Der hat auch so eine coole Narbe im Gesicht. Ein typischer böser Meister Yoda. Oh mein Gott, mit seinem roten Lichtschwert, wie gesagt, das ist eine absolute Spaßmod natürlich. Ist natürlich Quark, dass der Meister Yoda irgendwie der dunklen Seite verfällt, aber so könnte er aussehen, wenn er es tun würde. Was sagt ihr denn zu dem guten Meister Yoda oder beziehungsweise zu dem bösen Meister Yoda? Wie sieht er aus für euch? Habt ihr Bock auf so einen Skin oder hättet ihr denn theoretisch Bock auf so einen Skin? Auf so eine Art Turnaround-Season quasi von Skins, wo dann einfach mal gezeigt wird, hey, so sehen ein böser Yoda aus oder ein böser Obi-Wan oder ein böser Luke oder ein böser, ja weiß ich nicht, eine böse Rey und dann halt auch umgekehrt natürlich ein guter Kylo, ein guter Darth Maul und so weiter. Hättet ihr sowas gerne im Spiel oder sagt ihr, nee, das ist ja totaler Quatsch, das wollen wir überhaupt nicht haben? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und natürlich auch, wie viel wäre er euch wert, der böse Meister Yoda? Und hättet ihr dann vielleicht auch noch irgendwelche anderen visuellen Effekte, nicht? Anstatt so einer blauen Farbe, die ja recht nett wirkt, vielleicht dann sowas in Rot oder so? Ich weiß ja nicht. Sieht auf jeden Fall ganz witzig aus. Das Lichtschwert, guck mal das Lichtschwert an, wie das da so rumwabert. Das sieht super aus. Zack, wäre natürlich trotzdem auf der gleichen Seite irgendwo. Schwarzen Umhang, der Meister Yoda. Oh, guck mal, wie der auch noch so böse grinst gerade. Eieieiei. Der Gute oder böse Meister Yoda. Welcher würde gewinnen? Naja, schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare, was ihr so über diesen Skin denkt und über diese Mods. Das war's mit der kleinen Mod-Vorstellung für heute auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.